Möchtest du etwas? Musik? Eine Zigarette? Etwas zu trinken? Ich habe alles, was ich brauche. Früher habe ich sehr oft von einer Insel geträumt, auf der ich ohne Sorgen und ohne Probleme leben könnte. Du bist so was Ähnliches für mich geworden. Wenn ich bei dir bin, dann sind alle Sorgen vergessen, alle Probleme weg. Es gibt nur noch dich und mich. Warum kannst du nicht immer hier sein? Ach, Doris. Wir hatten auch ausgemacht, dass wir nicht mehr darüber sprechen wollen. Ich weiß, aber das ist nicht so einfach für mich. Im nächsten Monat beginnt in Turin die Messe. Ich nehme dich mit. Und anschließend verbringen wir noch ein paar Tage am Meer, okay? Das wollten wir schon im Frühjahr, erinnerst du dich? Wir waren schon in Mailand. Aber dann kam ein Telegramm von deiner Frau. Und du musstest mit der nächsten Maschine nach Hause fliegen. Hör mal, du hast gesagt, dass wir jede Stunde, die wir zusammen verbringen können, als Geschenk ansehen und uns nicht beklagen wollen. Ich liebe dich. Das weißt du doch. Hallo? Wer ist denn da? Warum melden Sie sich nicht? Finden Sie die Scherze nicht langsam langweilig? Mein stummer Verfolger. Na, ich dachte, die Anrufe haben längst aufgehört. Seit einer Woche meldet er sich sogar im Büro. Du bist verrückter. Ich weiß nicht. Wie spät ist es eigentlich? Da ist noch ein bisschen Zeit. €2.600 sind geboten. Bitte jemand mehr wie €2.600. 2.800 sind geboten. Ein höheres Gebot wie €2.800. 3.000. 3.000 sind geboten. 3.000 zum ersten. 3.000 zum zweiten. Und 3.000 zum dritten. Wir kommen zu Nummer 812. Mädchen mit grünen Augen von Ludwig Knaus. Es liegt ein Gebot von €28.000 vor. €28.000. Wer bietet mehr? 29. €29.000. 30. €30.000. 31. 32. €32.000. Zum ersten? 33. €33.000. Zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Nummer 812 für Frau Daniel. Nummer 813, holländische Polderlandschaft von Heinrich Serpel. Ich beginne mit €9.000. Bietet jemand diese €9.000? Zurück. Ich komme zur Nummer 814. Küchenstilleben aus dem Umkreis von Floris van Schoten. Ich habe ein Gebot von €16.000. Wer bietet mehr? €17.000. €17.000. Zum ersten? 18. €18.000. Herr Daniel. Guten Tag, Frau Werther. Ihre Frau hat eben das Mädchen mit den grünen Augen ersteigert. So. Wie hoch? €33.000. Zum ersten.
21. Ja, wenn ihr etwas gefällt, dann schreckt sie vor keinem Preis zurück. Das ist sehr zielstrebig. Wir stellen hier kommen. Zum ersten, zum zweiten, 23.000 Mark. Ich hatte noch gar keine Gelegenheit, mich bei Ihnen zu bedanken. Aber Frau Werther, Sie haben überhaupt keinen Grund, sich bei mir zu bedanken. Sie haben auf die Herstellung des Katalogs so viel Sorgfalt verwandt. Ich habe nur versucht, aus Ihren Anregungen und meinen Erfahrungen etwas Gutes zu machen. Es ist ein Vergnügen, darin zu blättern. Ja, das freut mich. Trinken Sie Kaffee mit mir? Oh, sehr gerne. Bitte setzen Sie sich. Ich habe in Ihnen ja immer mehr den Künstler als den Geschäftsmann gesehen. Oh, die Druckerei ist der Kompromiss zwischen meinen Neigungen und den finanziellen Notwendigkeiten. Sie gibt mir ein kleines Stückchen Unabhängigkeit. Hedi, bitte zweimal Kaffee. Danke. Bitte schön. Sie fühlen sich manchmal sehr allein, nicht wahr? Oh, sieht man mir das an? Ich hatte ein paar Mal Gelegenheit, Sie zu beobachten. Bei Empfängen und Vernissagen, die Sie mit Ihrer Frau besucht haben. Die Einsamkeit, die man an der Seite eines Partners erleben kann, ist wahrscheinlich die schlimmste Form von Einsamkeit. Ich weiß, was ich sage. Ich war 17 Jahre verheiratet. Sie haben erst nach dem Tod Ihres Mannes wieder zu leben begonnen? Klingt schrecklich, aber so ist es. Er ist ein Hasardeur. Und Hasardeure verziehen keine Miene, auch wenn sie am Verlierertisch sitzen. Aber du hast ihm doch gesagt, dass du ihm weiterhelfen wirst. Nein, das habe ich nicht getan. Aber ich hatte dich darum gebeten. Aber was hast du denn davon, wenn er dir verspricht, die andere Frau zu verlassen? Vielleicht verlässt er sie wirklich, nur um zu verhindern, dass wir ihm den Geldhahn zudrehen. Früher oder später wird er sich eine andere suchen. Du hast ja schließlich genügend Erfahrung mit ihm. Und was soll aus ihm werden? Versteht ja wohl was von seinem Fach. Er wird sich irgendwo eine Stellung suchen. Es muss ja nicht unbedingt ein eigener Betrieb sein. Aber du weißt, was ihm sein Betrieb bedeutet. Er ist sein Spielzeug. Alles ist Spielzeug für ihn. Du auch. Ich habe immer noch einen Rest von Hoffnung. Ja, die habe ich aufgegeben. Und darum trenne ich mich von ihm. Und das solltest du auch tun. Bitte, gib ihm noch eine letzte Chance. Druckerei Dani, guten Morgen. Ja, wir haben Ihnen schon ein paar Schriftformen zugeschickt. Herr Daniel ist im Moment in einer Besprechung. Morgen. Können wir nachher bei Ihnen zurückrufen? Ihre Nummer habe ich. Wiederhören. Guten Morgen, Frau Kühn. Ist jemand beim Chef? Dr. Krone. Aha, der Herr Schwiegervater, so, so. Deswegen habe ich vorhin wohl auch die Unterlagen raussuchen müssen. Ja, ich nehme an. Ohne die Finanzspritzen des alten Herrn würde hier doch sowieso nichts mehr laufen. Glauben Sie, dass Sie das beurteilen können? Ich kriege doch jeden Morgen die Kontoauszüge auf den Tisch. Ich sehe doch, wie wir jeden Tag ein bisschen weiter abschlittern. Warum haben Sie sich da nicht schon längst nach einer anderen Stellung umgesehen? Ach, ich kriege doch überall was. Aber für Sie wird es sicherlich mal schwierig. Sie sind ja mit dem Chef nicht nur geschäftlich verbunden, nicht? Meine Privatangelegenheiten geht Sie nichts an, Herr Dingler. Oh, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Entschuldigen Sie bitte, ich dachte nur, früher waren Sie immer so lustig. Und wenn ich Sie heute ansehe, das ist doch eine aussichtslose Sache für Sie. Er wird sich nie von seiner Frau trennen. Ich möchte dieses Gespräch gerne beenden. Warum suchen Sie sich nicht einen Mann, der immer für Sie da ist? Nicht einen, der nur ab und zu für ein paar Stunden kommt. Ich habe zu arbeiten, Herr Dengler. Alles für die Firma. Alles für den Chef. Hauptsache, er dankt es Ihnen einmal. Also ich werde das Ganze noch mal mit unserem Steuerberater durchsprechen. Ach,
Ich warte auf deinen Bescheid. Hatte ich meinen Mantel bei Ihnen gelassen? Oder? Nein, Sie sind so gekommen. Herr Dengler, bitte begleiten Sie Dr. Krone zu seinem Wagen. Ja, es tut mir leid, aber dieses Unternehmen ist ein Fass ohne Boden. Ja, trotzdem. Vielen Dank für deinen Besuch. Bitte sehr. Seine Anteile zurückhaben. Damit droht er doch schon lange. Diesmal meint er es ernst. Wo sind meine Zigarette? Aber er hat so viel Geld. Warum soll er dich kaputt machen wollen? Weil ich eine andere Vorstellung von dem Geschäft habe als er. Und wenn schon. Du hast so oft gesagt, wie satt du hier alles hast. Das sagt sich so leicht, solange ihm das Wasser nicht bis zum Hals steht. Es gibt doch viel Wichtigeres. Uns beide. Daniel? Ja. Ja, Herr Borel. Danke. Danke, ich hoffe Ihnen auch. Nein, nein, tut mir leid, der ist nicht mehr hier. Nein, der ist vor einer halben Stunde nach Hause gefahren. Ja, ja, natürlich, notiere ich gern. Entschuldigung, einen Moment. Orgatechnik? 26. 31. Oktober, Köln, Halle 7, Stand 29. Ja? Ja, nein, gern geschehen. Ja, würde mich auch freuen. Ja. Wiederhören. Was habe ich denn getan? Nein. Nein! Hallo. Grüß Gott. Sie wollen Ihre Frau abholen? Ja. Ja, sie ist heute nicht gekommen. Ach. Aber dabei war sie doch ganz versessen darauf, die Fayencen zu ersteigern. Die sind jetzt leider weg. Das begreife ich nicht. Dann machen Sie sich keine Gedanken. Ich würde Ihnen gerne etwas zeigen. Kommen Sie mit mir? Kennen Sie diese Blätter? Oh, Arthur Rackham, glaube ich. Ne? Mhm. Aus seiner besten Zeit. Sehr schön. Was würden Sie davon halten, diese Mappe zu reproduzieren und in einer Auflage von, sagen wir, 800 oder 1000 rauszubringen? Ja, wir sollten sich Abnehmer finden lassen. Hätten Sie Lust, den Auftrag zu übernehmen? Liebe Frau Wertham, hätten Sie mir diese Frage vor 2 Tagen gestellt, hätte ich sie mit Ja beantworten können. Und warum können Sie das heute nicht mehr? Ich werde meine Druckerei aufgeben müssen. Die Schwierigkeiten sind zu groß geworden. Es tut mir leid für Sie. Und auch für mich. Ja. Ich bin gescheitert, ringsherum. In meiner Ehe, mit meinem Betrieb. Glauben Sie nicht, dass Sie Ihr Leben wieder in den Griff kriegen? Mit der richtigen Hilfe? Die Frau muss das Bild vor ihrem Körper gehalten haben. So wie ein Schutzschild. Ein Geschoss durchschlug die Leinwand und ist dann in den Oberkörper eingedrungen.
Eine zweite Einschussstelle haben wir in Höhe der Milz gefunden und eine dritte unterhalb des linken Schlüsselbeins. Wir kriegen aber noch den genauen Bericht von der Gerichtsmedizin. Wir waren der Erste hier. Wer hat denn die Frau gefunden? Ein Rentner aus der Nachbarschaft. Hollbauer heißt er. Er hilft manchmal im Garten und macht so kleine Besorgungen. Er hat Schlüssel für Garten und Garagentor. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, wiedersehen. Der muss natürlich auch noch mal vernommen werden, der Hollbauer, nicht? Das ist ein geschmackvolles Haus. Du wolltest noch was sagen? Ach so, ja. Als er heute Nachmittag, kurz nach 16 Uhr, ein Kleid von der Reinigung bei Frau Daniel abgeben wollte, da stand die Haustür halb offen. Und dann sah er sie auch schon in der Diele liegen. Denkst du, es ist Raubmord? Oh, es sieht nicht so aus. Hat sie Angehörige? Sie ist verheiratet, aber ihren Mann haben wir noch nicht erreichen können. Ach, der ist nicht da. Kurz vor ihrem Tod muss ich noch ein Telefongespräch geführt haben. Dieser Zettel lag neben dem Apparat. Orgatechnik Köln, 26. bis 31. Oktober, Halle 7, Stand 29. Und darunter Anruf Borell, 16 Uhr. Da müssen wir Kontakt aufnehmen mit dem Herrn Borell. Habt ihr erfahren, was ihr für einen Umgang habt, Freunde und so? Sie soll sehr nett gewesen sein und hilfsbereit. Die Leute hier reden nur gut über sie. Wo ist denn der Mann? Das wissen wir nicht. Anscheinend wollte sie heute noch auf eine Versteigerung. Hier steht Donnerstag, 17 Uhr, Auktionshaus Wertham. Ja? Ist der Chef da? Noch nicht. Der wird wohl noch die Polizei am Hals haben. Wie meinen Sie das? Sagen Sie bloß, Sie haben noch nicht die Zeitung gelesen heute. Ist was passiert? Eine Schlagzeile kriegt man, wenn man berühmt ist oder auf ungewöhnliche Weise stirbt und da die Chefin nicht berühmt war. Da, drei Schüsse. Einen direkt ins Herz. Das ist ja entsetzlich. Neulich habe ich noch gesagt, er wird sich nie von seiner Frau trennen. Und jetzt lösen sich alle Probleme von selbst für ihn. Und Ihnen muss ich wohl gratulieren. Der Weg ist frei. Sie sind widerlich. Gestern Nachmittag, kurz nach 17 Uhr, haben Sie das Auktionshaus Wertham aufgesucht. Sie waren dort mit Ihrer Frau verabredet. Ja. In der Zeit davor, zwischen 15.30 Uhr und 16.45 Uhr, waren Sie in Grünwald und sind dort an der Isar spazieren gegangen. Mein Gott, das habe ich Ihnen doch schon gestern alles erzählt. Warum wiederholen Sie das jetzt? Weil in dieser Zeit Ihre Frau erschossen wurde. Sie sich inzwischen erinnern, ob Sie bei Ihrem Spaziergang an der Isar jemanden getroffen haben, den Sie als Zeugen benennen können. Mann, ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Sie haben also keinen Zeugen für die Zeit. Nein. Möchten Sie einen Kaffee? Bitte. Bist du mal so nett? Klar. Mit Milch und Zucker? Nein, schwarz. Schwarz. Herr Kommissar, ich habe geschäftliche Schwierigkeiten. Ich habe diesen Spaziergang an der Isar unternommen, um einfach mal meine Gedanken zu ordnen. Das ist alles. Herr Daniel, man könnte annehmen, dass Ihre Frau Ihren Mörder gekannt hat. Sie hat ihm freiwillig die Haustür geöffnet. Hm. Woher wollen Sie das wissen? Gibt es Leute, denen der Tod Ihrer Frau Vorteile bringt? Also ich bitte Sie, was sollen das für Menschen sein? Ja, ich weiß es nicht. Das müssten Sie mir sagen, Herr Daniel. So, bitte. Danke. Als unsere Beamten gestern Nachmittag ins Haus kamen, da fanden sie, dass der Hausschlüssel ihrer Frau steckte innen. Passiert es oft, dass ihre Frau ihren Hausschlüssel innen stecken lässt? Ja, ich glaube, sie fühlte sich so sicherer. Weil dann ja niemand von außen die Tür aufmachen konnte. Richtig. Ihre Frau hätte also die Haustür auch ihnen aufschließen müssen. Auch sie könnten es gewesen sein, den sie während ihres Telefonats reingelassen hat. Ich war in dieser Zeit an der Isar spazieren gegangen.
Wie war denn Ihre Ehe, Herr Daniel? War die gut oder war die nicht gut? Sie war eine Katastrophe, wenn Sie es genau wissen wollen. Herr Dengler! Ja? Einen Moment! Ja, bitte? Dr. Krone hat angerufen. Sein Steuerberater will morgen vorbeikommen und das feste und bewegliche Inventar aufnehmen. Wissen Sie, was das bedeutet? Tja, der Herr Papa will klar Schiff machen. Weiß das der Chef schon? Nein. Grüß Gott. Grüß Gott. Dann bringen Sie sie mal schonend bei. Ich schau mal nach, was wir noch auf dem Konto haben. Vielleicht kann ich noch ein oder das andere Gehalt auszahlen. Soll ich für Sie auch, oder? Ja, Daniel. Ja, ich wollte Sie eigentlich schon früher anrufen, aber ich war heute den ganzen Vormittag auf der Polizei. Bin ein bisschen erschöpft. Wie bitte? Na, sehr nett, dass Sie das sagen. Ja, danke. Ja, ich wollte Sie fragen, ob wir uns nicht heute sehen könnten. Was Sie da vorgestern angedeutet haben, das würde... Nein, nein, ich rechne mich selbstverständlich nach Ihnen. In einer Stunde. Ich freue mich. Wir waren heute in der Firma, aber da waren Sie leider schon weg. Mir ging es nicht sehr gut. Oh, das tut mir leid. Fehlt Ihnen was Schlimmes? Nein, nein. Bitte. Dankeschön. Wie lange sind Sie schon in der Firma, Daniel? Im Herbst werden es 3 Jahre. Und der Daniel freut sich, dass er Sie hat, nicht? Das hoffe ich. Aber Ihre Beziehungen... zu ihm sind nicht nur beruflicher Natur, gell? Wie meinen Sie das? Ja, wir wissen so manches. Da steht er ja, der Herr Daniel. Sieht gut aus. Sammeln sehr gern, nicht? Ja. Wusste Frau Daniel von der Beziehung zu ihrem Mann? Wahrscheinlich hat sie davon gewusst. Frauen haben ja ein Gespür für sowas. Wie lange geht denn das schon, diese Verbindung? Fast ein Jahr. Ich muss mich setzen. Entschuldigen Sie, darf ich mich? Na ja, natürlich, entschuldigen Sie. Ach ja. Haben Sie sich Hoffnung gemacht, eines Tages den Platz von Frau Daniel einnehmen zu können? Solche Hoffnung macht man sich immer. Aber ich habe gewusst, dass ich keine Chancen habe. Herr Daniel hing finanziell von seiner Frau und seinem Schwiegervater ab. Und irgendwie hat er sie wohl auch noch gemocht. Aber jetzt... könnten sich Ihre Hoffnungen doch noch erfüllen. Ich denke noch nicht darüber nach. Haben Sie mal darüber nachgedacht, wer Frau Daniel ermordet haben könnte? Ich meine, Sie kennen die Hauptbeteiligten der Tragödie, Frau Daniel und den Ehemann. Ich lege großen Wert auf Ihre Meinung. Ich denke dauernd daran, aber... ich begreife es nicht. Ich werde es nie begreifen, dass ein Mensch einen anderen Menschen umbringen kann. Ach, wissen Sie, Menschen haben schon oft Unmenschliches getan, wenn es um ihren Vorteil ging. Und ich glaube, dass Frau Daniel von jemandem ermordet wurde, der sich große Vorteile davon versprochen hat. Wollen Sie nicht rangehen? Hallo? Reden Sie doch. Was wollen Sie? Hören Sie endlich auf damit. Wer war denn das? Ich weiß es nicht. Ich krieg dauernd solche Anrufe. Mal hierher, mal ins Büro, sogar mal zu meiner Mutter. Aber wenn ich abnehme, dann meldet sich der Anrufer nie. Ja, ja, das kenne ich. Bei mir rufen auch manchmal solche anonymen Idioten an. Das kann sehr lästig sein. Sollen wir Ihnen eine Fangschaltung legen?
Dann kriegen wir vielleicht raus, wer diesen Blödsinn macht. Als Sie zum ersten Mal mit Ihrer Frau zu mir kamen, da dachte ich, Sie kämen mit einer Bekannten. Es war so wenig Gemeinsames zwischen Ihnen. Meine Frau hat mich wohl nur geheiratet, um ihrem Vater ihre Selbstständigkeit zu beweisen. Glaube ich. Und Sie? Ich? Meine Eltern waren das, was man gemeinhin kleine Leute nennt. Erst durch die Heirat kam ich in diese andere gesellschaftliche Schicht. Sie sind sehr offen. Das gefällt mir an Ihnen. Sie machen es mir leicht, offen zu sein. Ich habe ein paar Unterlagen aus der Firma mitgenommen. Entwürfe für Bucheinbände, Mahnungen, Prospekte. Wie ist denn die Stimmung im Betrieb? Die Leute sind natürlich alle sehr verunsichert, weil der Herr Schwiegerpapa seine Anteile zurückgezogen hat. Daniel ist zwar als Chef sehr beliebt, aber keiner glaubt, dass er den Car noch aus dem Dreck ziehen kann. Die Banken geben keine Kredite mehr. Die Auftragslage ist schlecht. Wissen die Leute etwas über die Beziehung von Daniel zu der Sekretärin? Ja, ja, das wissen alle. Und alle sagen, dass das wirklich eine ganz große Liebe ist. Sie hat seinetwegen sogar eine Verlobung gelöst. Morgen ist es genau ein Jahr her, dass wir uns zum ersten Mal. Ich möchte, dass wir uns einen wunderschönen Tag machen. Ja, ich muss morgen früh nach Hamburg. So plötzlich? Ja, ich habe heute Morgen einen Anruf bekommen. Und wann bist du zurück? Oh, erst gegen Abend. Wahrscheinlich wird es ziemlich spät. Wo warst du denn gestern Nachmittag? Ich habe ein paar Mal bei dir zu Hause angerufen. Ich bin nicht an den Apparat gegangen. Ich wollte mit niemandem sprechen. Dein Wagen stand auch nicht in der Garage. Ich bin am Abend vorbeigefahren. Ja, ich habe ihn in der Tankstelle gelassen. Zum Waschen. Wer hat deine Frau umgebracht? Denkst du nie darüber nach? Die Polizei glaubt, dass ich es war, weil ich für die Tatzeit kein Alibi habe. Warum hast du nicht ganz einfach gesagt, dass du bei mir warst? Also, daran habe ich nicht gedacht. Du wirst dich immer auf mich verlassen können, was auch passiert. Das weißt du hoffentlich. Sie schätzen Ihren Schwiegersohn nicht besonders. Daraus habe ich nie einen Hehl gemacht. Was haben Sie genau gegen ihn? Die Art, wie er lebt. Ich habe mir alles erarbeiten müssen und nichts geschenkt bekommen. Daniel hat das unnachahmliche Talent, Menschen für sich zu gewinnen und sie auszunutzen. Und jetzt wird er auch noch das Vermögen ihrer Tochter erben. Er erbt ihre Bilder, ihren Schmuck und ihren Wagen. Bei den Ansprüchen, die er stellt, kann er davon 2 bis 3 Jahre leben. Das Haus, das er gemeinsam mit meiner Tochter bewohnt hat, und das Unternehmen, das ich leite, gehören mir allein. Meine Tochter hat keinerlei Anteile besessen. Ich habe nichts aus der Hand gegeben. Weil Sie ja von Anfang an misstrauisch gegen ihn waren. Aber es sieht jetzt ganz so aus, als ob er bereits jemanden gefunden hätte, der seine finanzielle Sanierung übernehmen wird. Diesen Brief habe ich heute bekommen. Druckerei Daniel, guten Tag. Ach, Sie sind es, Herr Dengler. Ich dachte, Sie hätten den Chef zum Flughafen gefahren. Ja, haben wir. Ich habe dann gemerkt, dass er sein Feuerzeug im Wagen liegen gelassen hat und bin zurückgefahren. In der Abflugshalle hat er sich dann mit einer Frau getroffen und ist mit ihr dann Hand in Hand durch die Abfertigungssperre gegangen. Ihr gehört das Auktionshaus am Herzogpark. Wir haben schon ein paar Mal Kataloge für Sie gedruckt. Ja, ich dachte, ich müsste es Ihnen sagen. Aber vielleicht ist es auch ganz harmlos. Ich bin in keiner Weise beunruhigt. Ihre aufrechte Art schätze ich wirklich, Herr Dengler. Auf Wiederhören. Wir haben gestern vergeblich versucht, Sie zu erreichen. Ja, ich war den ganzen Tag in Hamburg. Oh, wie schön. Das ist eine wunderschöne Stadt, nicht? Kennen Sie sie? Ja, ich habe öfter dort Kunden gesucht. Besucht, meinen Sie jetzt? Nein, ich würde in dem Fall sagen, gesucht. Sie kennen Herrn Daniel.
Ja, natürlich. Ich lasse meine Kataloge bei ihm drucken. Aber Sie hatten auch mit ihm und seiner Frau gesellschaftliche Kontakte, nicht? Das gemeinsame Interesse an der Kunst, an den schönen Dingen des Lebens, hat uns immer wieder zusammengeführt. Und jetzt haben Sie es unternommen, die Firma vor dem Zusammenbruch zu retten. Hat sich da schon bis zur Polizei rumgesprochen? Ja, wir haben kluge Ohren. Ihr Anwalt hat dem bisherigen Besitzer der Mehrheitsanteile, an Dr. Krone, einen Brief geschrieben. Danach werden Sie sich jetzt in Höhe der von Dr. Krone gehaltenen Anteile an der Firma beteiligen. Wenn Sie das schon alles wissen, warum kommen Sie dann noch zu mir? Weil ich von Beruf neugierig bin. Ich möchte gern wissen, warum Sie so viel Geld in Herrn Daniel investieren. Weil ich es übrig habe. Und weil ich mich für Herrn Daniel interessiere. Für den Geschäftsmann? In erster Linie für den Mann. Donnerwetter, Sie sind ehrlich. Warum warst du mit ihr in Hamburg? Da läuft zurzeit eine Ausstellung über moderne amerikanische Malerei. Sie wollte sich mal einen Überblick verschaffen. Und das kann sie nicht allein? Sie wollte einfach jemanden dabei haben, mit dem sie mal ein bisschen reden kann darüber. Ich hätte gestern auch gern mit dir geredet. Sag mal, was ist los mit dir? Bist du plötzlich eifersüchtig oder was? Traust du mir nicht mehr? Es liegt an dir, mein Misstrauen zu beseitigen. Sie hat mir versprochen, sich an der Druckerei zu beteiligen. Ich wollte sowieso mit ihr darüber sprechen. Sieh mal, mit ihrem Geld könnte ich die Firma halten. Wahrscheinlich sogar 2 Dutzend Arbeitsplätze retten. Und welchem Umstand verdankst du diese Großzügigkeit? Hat sie so ein tolles soziales Herz? Oder interessiert sie sich für deine attraktive Männlichkeit? Also Doris... Du hast meine Frage nicht beantwortet. Ja, vielleicht interessiert sie sich für mich. Ich kann doch nichts dafür. Ich habe sie nicht ermuntert. Aber du hast auch nichts getan, um sie zurückzuhalten. Mir steht das Wasser bis zum Hals. Das brauche ich dir doch wohl nicht zu erzählen. So eine Frau verschenkt nichts. Sie investiert keine Pfennig, wenn sie nicht weiß, was sie dafür bekommt. Und bekommen will sie dich. Also, ich begreife dich nicht. Wir lieben uns. Glaubst du, ich lasse mir meine Liebe zu dir von irgendjemandem abkaufen? Hä? Glaubst du das wirklich? Du triffst dich mit einer Frau. Fliegst... Ja, bitte. Hören Sie endlich auf damit, Sie kotzen mich an! Du triffst dich mit einer Frau, fliegst mit ihr weg, machst Zukunftspläne mit ihr. Das mache ich doch auch für uns, für dich. Ich möchte dir schließlich etwas bieten können, dich verwöhnen. Du redest dauernd drumherum, merkst du das nicht? Diese Frau will dir Geld geben und wer Geld gibt, kann Forderungen stellen. Was hast du ihr versprechen müssen? Versprechen, versprechen, gar nichts. Ja, was erwartet sie von dir? Dass ich mich ein bisschen um sie kümmere, dass ich etwas Zeit für sie habe. Sie will mit dir zusammenleben. Also davon kann doch gar keine Rede sein. Weiß sie, dass es mich gibt? Aber es geht sie überhaupt nichts an. Die ganze Angelegenheit ist eine rein geschäftliche Sache. Eine finanzielle Notwendigkeit. Zwischen uns beiden bleibt es trotzdem, wie es immer war. Und? Was heißt das? 2 oder 3 Mal in der Woche ein Treffen bei mir. Für ein paar Stunden. Mit Blick auf die Uhr, mit Lügen und Versteckspielen. Damit sie nichts merkt. Wie früher deine Frau nichts merken durfte. Hör auf. Ja? Und Herr Dengler, haben Sie im Moment Zeit oder haben Sie viel zu tun? Bei uns gibt es nicht mehr so viel zu tun, dass wir nicht auch mal eine Pause einlegen könnten. Da ist ein Stuhl. Tatsächlich, da ist einer. Aber ich stehe ganz gern mal, Herr Dengler. Ich wollte nur sagen, mein Kollege Heimann, der hat vor ein paar Tagen Akten aus dem Chefbüro mitgenommen. Und in einem Ordner, da haben wir diesen Werbeprospekt gefunden. Ja, und den muss der Herr Daniel von Ihnen haben, denn er steht zurück am Dengler auf der Rückseite. Sie sind doch Herr Dengler, nicht? Oder habt ihr noch einen Dengler hier? Nein, nein. Ja, die Rückgabe, die ist anscheinend dann vergessen worden. Und so ist der Prospekt in dem Ordner beim Chef gelandet. Dieser bunte Bilderbogen. Der stammt von der Waffenhandlung Turicon aus Zürich. Diese renommierte Firma, die verkauft ihre Waren natürlich nur innerhalb der Landesgrenzen, aber auf Anfragen, da schickt sie den Prospekt auch in alle Welt. Und ich nehme an, dass Sie diesen Prospekt angefordert haben.
Herr Dengler, oder wie sehe ich das? Hm? Tja, ich interessiere mich für Waffen. Ich bin fast schon ein Waffennarr. Ei, ist interessant. Ja, verständlich, Sie interessieren sich für Waffen. Und wie ist denn der Prospekt zu Herrn Daniel gekommen? Der Chef muss irgendwann davon gehört haben. Und eines Tages hat er mich gefragt, ob ich eine Bezugsquelle für Pistolen wüsste. Und dann habe ich ihm diesen Prospekt mitgebracht. Mhm. Können Sie noch erinnern, wann das war? Ungefähr vor einem halben Jahr. Ja, ich hatte mir mal überlegt, eine Waffe für meine Frau zu besorgen. Sie war tagsüber meistens allein. Ich dachte, eine Waffe im Haus wäre gar nicht so übel. Aber dann habe ich den Gedanken wieder fallen lassen. Na ja, gut. Aber mit demselben Filzstift, mit dem Sie die Notiz zurück an Dengler geschrieben haben, haben Sie hier auf dem Werbeprospekt die 635er Beretta angekreuzt. Und mit einer solchen Pistole wurde Ihre Frau erschossen. Ja, nun glauben Sie, Sie haben einen weiteren Punkt, mit dem Sie mich belasten können, nicht wahr? Aber lieber Herr Daniel, sowas macht einen Menschen wie mich doch misstrauisch. Sie liefern die Verdachtsmomente und ich sammle sie auf. Sie belasten sich selber. Warum denken Sie nicht eigentlich auch mal darüber nach, welchen Grund ich gehabt hätte? Welchen Nutzen der Tod meiner Frau mir gebracht haben soll? Den Nutzen einer neuen, privaten und geschäftlichen Partnerschaft. Zum Beispiel. Ach Quatsch. Wenn ich das gewollt hätte, hätte ich mich scheiden lassen. Ein Wort mit meiner Frau und ich wäre frei gewesen. Naja, vielleicht war das doch nicht so einfach. Vielleicht gab es da doch gewisse Hindernisse. Wie meinen Sie das? Ja. Entschuldigen Sie bitte. Fräulein Kühn, können Sie mal reinkommen? Und du auch, Gerd, ja? Sie. Sie suchen doch bloß ein berufliches Erfolgserlebnis, das ist alles. Er sucht das nicht. Aber glauben Sie ja nicht, dass Sie es von mir bekommen. Fräulein Kühn, ich hatte gebeten, in Ihren Unterlagen nachzusehen, ob der Herr Daniel im letzten halben Jahr in der Schweiz war. Haben Sie das getan? Ja. Und was ist dabei rausgekommen? Wir haben doch zusammen Ihren Kalender durchgeblättert. Herr Daniel ist am 4. Oktober mit der 28-Maschine nach Zürich geflogen und am selben Abend zurückgekommen. Also vor drei Wochen. Das war 12 Tage vor dem Mord. In Zürich wohnt der Kunsthändler Pelletier, einer unserer ältesten Kunden. Aber in Zürich ist auch die Waffenhandlung Turicon. Verdammt nochmal. Können Sie mir vielleicht sagen, wie ich die Waffe durch die Kontrollen am Flughafen hätte bringen können? Ja, haben Sie recht. Das ist ein Punkt für Sie. Danke, Frau Kühn. Sie können wieder gehen. Ist noch was? Ich glaube, es ist Zeit, dass ich etwas sage. Du bist sicher einverstanden. An dem Tag, an dem Frau Daniel erschossen wurde, habe ich unmittelbar nach Herrn Daniel die Firma verlassen. Herr Daniel ist mit seinem Wagen gefahren, ich mit meinem. Wir haben uns dann gegen 15.30 Uhr bei mir in meiner Wohnung getroffen. Bis kurz vor 17 Uhr war Herr Daniel bei mir. Dann ist er gegangen, weil er mit seiner Frau verabredet war. Herr Daniel, in einer Aussage, die von uns protokolliert und von Ihnen unterschrieben wurde, da haben Sie behauptet, Sie wären an dem Mordnachmittag an der Isar spazieren gegangen, um Ihre Gedanken zu ordnen. Herr Daniel wollte nicht, dass sein Besuch bei mir bekannt wird. Aber Ihr Verhältnis ist doch kein Geheimnis mehr gewesen. Er wollte nicht, dass eine andere Frau davon erfährt. Eine Frau, die für Herrn Daniel sehr wichtig ist, weil sie sich an seiner Druckerei beteiligen will. Frau Wertham, die Besitzerin des Auktionshauses. Ja. Was sagen Sie dazu, Herr Daniel? Fräulein Kühn sagt die Wahrheit. Ich war an dem Nachmittag bei ihr zu Hause. Hoffentlich stimmt diese neue Version. Auf Wiedersehen inzwischen. Jetzt waren Sie aber nicht sehr freundlich. Ja, ich habe einfach die Nerven verloren. Ich habe mich über mich selbst geärgert. Sie haben geglaubt, Sie haben ihn. Ja. Irren ist menschlich. Es gibt noch eine Möglichkeit. Aber da ist zu früh, darüber zu reden.
Hypothesen, ne? Ja. Warum hast du das gesagt? Du hast doch gehört, was sie gegen dich in der Hand haben. Dagegen kannst du dich doch überhaupt nicht mehr wehren. Für dich steht es jetzt also auch fest. Ich hatte Angst, dass sie dich mitnehmen. Aber ich war es nicht. Ich habe nichts damit zu tun. Ja, ich habe sie nicht mehr ertragen. Aber ich hätte sie doch niemals umbringen können. Du musst nicht mich überzeugen. Wichtig ist, was die Polizei denkt. Und die wird wiederkommen und weiterfragen. Ich werde dabei bleiben, dass du bei mir warst. Und wenn sie verlangen, dass ich einen Eid leiste, werde ich einen Eid leisten. Ich will dich nicht verlieren, hörst du? Nicht an die Polizei und nicht an eine andere Frau. Ich brauche dich. Also wir haben eine tote Frau und wir haben einen Mann, der sie möglicherweise erschossen hat. Aber wir haben kein Tatmotiv. Und solange wir das nicht haben? Ja, du sagst es. Die Ehe von dem Daniel war eine Katastrophe, das hat er selbst gesagt. Aber er musste sie aufrechterhalten, weil er ja seinen Lebensstandard nicht ändern wollte. Also konnte er sich weder scheiden lassen, noch irgendetwas tun, was zum Tod seiner Frau führen musste. Aber dann tauchte plötzlich eine andere Frau auf, die auch sehr viel Geld hatte. Nein, nein, Gerd, die tauchte ja nicht plötzlich auf, nicht? Und außerdem weiß ich nicht, ob uns nur das Geld zum Tatmotiv führt. Herr Dengler, könnte ich Sie einen Augenblick sprechen? Aber ja, kommen Sie doch rein, bitte. Ja? Ich habe hier einen Brief bekommen. Ich möchte gern, dass Sie ihn lesen. Aber das... Ich habe ihn von der Polizei bekommen. Ach, wegen der Mordsache. Warum haben Sie das getan? Aber das stimmt doch nicht. Das ist eine ganz gemeine Verleumdung. Die Polizei hat eine Fangschaltung gelegt. Was wollten Sie mit Ihren Anrufen? Wollten Sie mir Angst machen? Nein, ich wollte Ihnen keine Angst machen. Aber Sie waren ja immer nur für den Chef da. Ja, aber das ist doch kein Grund. Als ich Sie das erste Mal angerufen habe, da wollte ich Ihnen sagen... Ich wollte... Aber dann habe ich nicht den Mut gehabt. Ich habe es dann immer wieder probiert und habe immer wieder aufgelegt. Das ist dann irgendwann richtig zur Gewohnheit geworden. Ich kann es überhaupt nicht mehr lassen. Verrückt. Aber ich habe es nur getan, weil ich sie so... Herr Dengler. Ja? Haben Sie sehr eilig? Eilig? Warum? Ich habe da noch ein paar Fragen. Ich muss eigentlich... Es dauert nur ein paar Minuten. Ich gebe einen aus. Ha? Kommen Sie. Du bist mit deinen Gedanken ganz woanders. Entschuldige bitte. Aber im Betrieb ging es heute ein bisschen turbulent zu. Weißt du eigentlich, dass ich einige Gespräche mit deiner Frau hatte? Ja. Ja, bei der Eröffnung einer Galerie und bei einem Empfang. Sie scheint irgendwie Vertrauen zu mir gehabt zu haben. Sie hat mir einiges von dir erzählt. So. Was hat sie erzählt? Dass du sie betrogen hast, immer wieder. Zuletzt mit einem jungen Mädchen aus deinem Betrieb. Sie war nur misstrauisch, weißt du. Du brauchst dich nicht zu rechtfertigen. Deine Ehe war kaputt. Aber ich würde das nicht mitmachen. Warum sagst du das? Weil ich für klare Verhältnisse bin. Ich auch. Ich habe Herrn Köster schon ein bisschen was über unser Gespräch erzählt. Vorher möchte ich noch was anderes sagen. Das mit den Anrufen... Nein, nein, Ihre psychopathischen Zustände interessieren uns hier nicht, Herr Dengler. Wir haben die Fangschaltung nur legen lassen, weil wir prüfen wollten, ob ein Zusammenhang
zwischen dem Mord und Ihren Telefonaten besteht. Also bitte erzählen Sie uns, was Sie wissen. An den Tag, an dem die Chefin ermordet wurde, erinnere ich mich ganz genau. Am Vormittag war Dr. Krone bei uns wegen seiner Beteiligung. Und am Nachmittag hatte ich Fräulein Kühn gefragt, ob sie mit mir ins Konzert gehen will. Das war so kurz nach drei. Sie kam gerade aus ihrem Büro. Eine halbe Stunde später habe ich dann bei ihr zu Hause angerufen, aber sie hat nicht abgenommen. Ich habe es dann alle Viertelstunde wieder versucht, ohne Erfolg. Und schließlich habe ich dann die Nummer ihrer Mutter gewählt. Wann war das? Zwischen 16 und 16.30 Uhr. Ich hatte meine Stimme verstellt und gefragt, ob Doris da sei. Sie kam dann auch an den Apparat und fragte, wer ist denn da? Was soll der Blödsinn? Und hören Sie doch endlich auf damit. Wo wohnt denn die Mutter von Fräulein Kühn? Hier in München, in der Benediktinerstraße. Mhm. Und woher haben Sie die Nummer? Aus der Personalakte, falls mal irgendetwas passiert und jemand benachrichtigt werden muss. Ja, geben Sie uns bitte die Telefonnummer. Hast du ihr erzählt, dass es mich gibt? Nein, ich bin noch nicht dazu gekommen. Du hoffst, dass sich die Sache von selbst erledigt. Aber sowas erledigt sich nie von selbst. Ich möchte, dass du ihr sagst, dass sie nichts von dir zu erwarten hat. Ich möchte, dass du es ihr sehr bald sagst, Wolf. Was ist, wenn ich es nicht tue? Du hast mich doch in der Hand. Du hast eine Aussage zu meinen Gunsten gemacht. Und wenn du die widerrufst... Du glaubst, ich würde so etwas tun. Traust du mir das wirklich zu? Entschuldige. Ich frage mich, warum ich mich mal in dich so verlieben konnte. So total und verrückt. Nur? Vielleicht, weil ich dich nicht durchschaut habe. Weil ich mir was vorgestellt habe, was so groß war. Weil ich dachte, dass ich erst an deiner Seite zu leben angefangen hätte. Sag mir, wie es jetzt weitergehen soll. Oh, du, ich muss erst mal diese ganze Geschichte mit der Polizei hinter mich bringen. Dann? Ich habe dich etwas gefragt. Doris. Ich habe etwas Wunderbares mit dir erlebt, das ich nie wiederholen werde. Und jetzt ist es aus, nicht wahr? Sie wissen nicht, wo wir ihn erreichen können? Wenn er nicht in seinem Haus ist und nicht in der Druckerei? Da haben wir es bereits versucht. Er ruft mich aber bestimmt heute noch an. Dann melden wir uns noch mal. Vielen Dank. Aber bitte. Herr Daniel? Ja. Brenner, Kriminalpolizei. Wir müssen Sie bitten, mitzukommen. Ja, was denn? Wohin? Was ist das? Ein Haftbefehl? Ja. Darf ich das Päckchen noch abgeben? Das macht mein Kollege. Grüß Gott, Fräulein Kühn. Ja, bitte? Entschuldigen Sie bitte die Störung, aber der Herr Köster möchte Sie mal sprechen. Ja, würden Sie bitte mitkommen? Die Mutter von Fräulein Kühn hat ausgesagt, dass ihre Tochter am Mordtag zwischen 16.30 Uhr und 20 Uhr bei ihr zu Hause in der Wohnung war.
Jetzt müssen Sie wieder zu dem Isar-Spaziergang zurückkehren, Herr Daniel. Oder ist Ihnen inzwischen eine dritte Möglichkeit eingefallen, wo Sie den fraglichen Nachmittag verbracht haben können? Ich war an der Isar. Ich bin spazieren gegangen. Schauen Sie, als Fräulein Kühn meinen Besuch in ihrer Wohnung erfand, ne, habe ich halt mitgemacht. Weil sie Ihnen helfen wollte. Weil sie sah, dass Sie in Bedrängnis waren. Und weil Sie mit ihr über den Mord gesprochen haben. Nein. Aber es gab doch gar keine Basis mehr für diese Ehe. Kein Vertrauen, keine Zuneigung, nichts, nichts mehr. Und als dann auch noch der Schwiegervater kommt und sein Geld zurückhaben will, ist der Punkt erreicht. Da verliert er die Nerven, dreht durch. Das nennt man Tötung im Affekt. Vor 2 Jahren haben Sie die Besitzerin des Auktionshauses Wertheim kennengelernt. Vor 1,5 Jahren starb deren Mann. Das war eine Chance für Sie, ein neues Leben zu beginnen und wieder zu Geld zu kommen. Gut. Ich betreibe einen erheblich finanziellen Aufwand mit meinem Betrieb, das gebe ich ja zu. Aber deswegen bringe ich doch niemanden um. Ich würde Ihnen ja gerne glauben, Herr Daniel, aber die Indizien sprechen eine andere Sprache. Vor 3 Wochen sind Sie nach Zürich geflogen. Sie wussten, dass es dort ohne Schwierigkeiten Waffen zu kaufen gibt. Und Sie haben diese Waffe irgendwie über die Grenze gebracht, hm? Ich habe mich mit einem Geschäftspartner getroffen. Ich habe Ihnen das doch weiß Gott schon oft genug gesagt. Entschuldigung. Was? Fräulein Kühn möchte Ihnen was sagen. Ja. Ich komme gleich wieder, ja? Zigarette? Danke. Es sprach alles gegen ihn. Dass er kein Alibi für die Tatzeit hatte. Und dann dieser Waffenprospekt und der Flug nach Zürich. Und da haben Sie, um ihm zu helfen, diesen Nachmittagsbesuch in Ihrer Wohnung erfunden. Ich wusste ja, dass er seine Frau nicht erschossen hatte. Wissen Sie denn, wer es war? Ich habe Wolf Daniel geliebt. Ich liebe ihn immer noch. Aber ich habe auch von Anfang an gewusst, dass er mir nie alleine gehören, dass seine Frau immer stärker sein würde, weil ihr Vater das Geld hat. Und ich hatte immer Angst, dass Wolf mich irgendwann wegen dieses Geldes verlassen würde. Ich hatte ja nur mich selber zu bieten. Vor 1/2 Jahr habe ich auf seinem Schreibtisch den Prospekt der Schweizer Waffenfirma gefunden. Ich habe mir die Adresse gemerkt. Und vor 14 Tagen bin ich dann nach Zürich gefahren und habe mir eine Pistole gekauft. Und wie haben Sie die über die Grenze gekriegt? Ich hatte sie an meinem Körper versteckt. Ich musste nur meinen Pass vorzeigen. Ich bin nicht weiter kontrolliert worden. Eine Woche später kam Dr. Krohn in die Firma und forderte seine Anteile zurück. Ich wusste, dass Wolf mich aufgeben würde, wenn er damit seine Druckerei retten konnte. Ich holte die Pistole, fuhr zu Frau Daniel und klingelte. Sie fragte, wer da wäre. Dann betätigte sie den Gartentüröffner. Sie kannte mich ja. Als ich zum Haus kam, stand die Tür auf. Frau Daniel kam mir entgegen. Ich habe sofort geschossen. Dann bin ich gerannt. Aus dem Haus auf die Straße. Ich weiß nicht mehr, wohin. Irgendwo
habe ich dann die Pistole in meinen Zaun geworfen. Ich habe es getan, weil ich ihn nicht verlieren wollte.